So, zurück hier. Das Problem war beim letzten Video, ich hatte echt meine komplette Festplatte voll dieser Videos hier, echt verdammt groß und bei X2, deswegen ist das letzte Video nicht ganz so, wie es sein sollte. Es ist ein bisschen kurz geworden. Was keine ganze Mission gewesen leider, aber ist nicht schlimm. Denn ich habe sie natürlich trotzdem zu Ende gemacht. Und habe hier auch schon ein bisschen corrupted, wie man sieht. Bin schon bei 14. Und ich kann jetzt auch die verfluchte Servo-Rüstung anziehen. Es gibt nur plus 2 Corruption. Ja, man sieht hier, man kriegt hier echt verdammt viel Corruption dazu. Aber ich will ja jetzt nochmal den Bolter aufwerten. Deswegen deployen wir den. Wir haben Corruption dazu bekommen. Und ich kann ihn sogar einsetzen, ja. Jetzt müsst ihr euch das mal, müsst ihr mal zuhören. Macht 70 Schaden. Verbessert Verteidigungsbonus für eine Deckung. Stark erhöhter Schaden beim Nahkampf, plus 2 auf Stärke. Ja, man kann den Gegenstand nochmal bessern. 10 Nahkampffähigkeiten, 19 Nahkampfschaden. Das ist hart. Das ist echt ein harter Bolter. Ich überlege ihn jetzt, nochmal zu corrupten. Das Aussehen hat sich also nicht verändert. Es ist immer noch dieser Bolter. Aber ich glaube, ich werde ihn jetzt nochmal deployen. Und. Wow. Er braucht jetzt Stufe 18. Er macht 80 Schaden. Plus 2 auf Stärke. Verbesserte Version zu. Achso, ja, okay, man kann ihn also nochmal spenden, ne? Plus 12 Nahkampffähigkeit, plus 21 Nahkampfschaden. Das ist ein hartes Teil. Ihn werde ich jetzt, glaube ich, nicht corrupten. Ich brauche für ihn ja Stufe 12. Ich bin jetzt hier. Stufe 14, ja. Ne, werde ich nicht mal, werde ich jetzt nicht wagen. Aber das ist ein hartes Stück. Das ist doch echt ein wirklich, wirklich hartes Teil. Das gefällt mir sehr gut. Ich muss ja auch sagen, dieser verfluchte Bolter, er ist ja auch wirklich ein Monster. Macht 80 Schaden auf der Distanz. Ja. Wow, einfach nur wow, muss ich sagen, ja. Das ist echt ein krasses Teil. Ist mir jetzt mal so unverständlich, ich habe nämlich hier eine von diesen Rollen, habe ich noch gar nicht, ich habe beide Rollen noch nicht eingelöst. Und eine von diesen Rollen bekommt man auch wieder durch Koop-Mission. Ich werde jetzt beide dem Oberkommandierenden gegeben. Stufe 26, das ist natürlich ziemlich cool. Also echt Vorteile, wenn man Koop spielt. Gut, ihr seht, wie es geht. Ich glaube, ich muss nicht noch weitere Videos zum verfluchten Bolter machen. Außer ihr wollt das, dann schreibt es unten bei den Kommentaren hin. Dann werde ich vielleicht noch ein bisschen was mit Tarkus und dem Rest zocken. Weiter den verfluchten Bolter verbessern. Wenn nicht, dann werde ich auch nicht weitermachen jetzt in Zukunft. Also schreibt, wenn ihr noch mehr über Gegenstände wissen wollt, beziehungsweise über den verfluchten Bolter und die verfluchte Servo-Rüstung. Ich bitte euch allerdings doch alle meine Zuschauer um etwas. Ja, bevor ich mich bei euch bedanke, dass ihr mir zugeguckt habt. Und zwar, wenn jemand von euch mal wieder eine Kampagne vielleicht starten sollte und einfach mal aus Spaß ein paar Sachen deployt und entdeckt, hey, da ist ein Gegenstand dabei, den könnte man ja auch so wie den Damned Bolter und Damned-Servo-Rüstung verbessern. Dann schreibt mich mal an oder schreibt es unten in den Kommentaren hin. Das würde mich nämlich echt sehr interessieren, ob man bestimmte Gegenstände verbessern kann. Auch außer diese zwei Gegenstände. Ich mag es zu bezweifeln, aber es wäre natürlich schon sehr cool. Das bedeutet, wenn ihr mal so einen Gegenstand entdecken solltet, schreibt es einfach unten hin und ich werde es mir mal angucken. Und vielleicht dreht ihr auch ein Video dazu. Je nachdem. Ich fände es auf jeden Fall sehr cool. Bedanke mich jetzt schon mal im Voraus dafür und bedanke mich natürlich auch fürs Zuschauen. Zum Abschluss möchte ich noch Cyrenian einen Tipp geben, weil ich weiß nicht, ob es auf dem letzten Video drauf ist. Cyrenian, du hast die verfluchte Servo-Rüstung. Sie hat einen Rüstungswert von minus 51 und ist am Anfang eine heilige Rüstung. Deploy die mal. Da bekommst du eine coole Rüstung. Du siehst sie ja hier. Mach es mal. Ja, du, ich weiß genau, dass du sie hast. Guckst sie auf jeden Fall mal an. Ich bedanke mich auch bei dir und natürlich bei all den Zuschauern, die sich jetzt hier das Video angeguckt haben. Ich hau rein und wünsche euch allen noch schöne Feiertage, beziehungsweise einen schönen Feiertag. Bis dann!